Hallo schön Leute, bei einer neuen Folge Hisser EP mit Mike und der liebe Programmer an Start. Hallöchen. Moin, Sam. Ich habe ein neues Projekt für euch am Start und das ist Rockstar Games verarschen. Wenn ihr es feiert, liked mal gerne und ich will jetzt nicht viel labern. Let it go. Ja, wir nehmen die 1. Und er sagt mir Namen, was ich sagen soll. Achso, ich kann die aussprechen. Genau, ich sage so. Ich sag ihm so ein paar Wörter. Was, Hundeeier? Verfolgte Hundeeier, musst du sagen, Mann. Okay. Leute, ich würde sagen, ich überbrücke kurz die Zeit und wir machen kurz einen Cut und sehen uns dann gleich wieder, wenn die Dame am Telefon ist. Bis gleich. Verfaulte Hundeeier. Guten Tag, hier ist Herr Verfaulte Hundeeier. Ja. Ich hätte da ein Problem in GTA. Was jetzt? Klötensaft ist kaputt. Der Klötensaft ist kaputt in GTA. Was ist kaputt? Entschuldigung. Der Klötensaft ist kaputt in GTA. Ja. Das ist so ein Auto. Das ist so ein Auto, weil hier bei dieser Motorsportseite. Okay, und wie meinen Sie, dass das Auto jetzt kaputt ist? Genau. Da läuft Schnitzelflüssigkeit aus. Da läuft Schnitzelflüssigkeit aus. Okay, also das heißt, Sie können das Auto praktisch nicht fahren, oder? Ja, das kann ich nicht fahren. Okay, noch einen Moment. Genau, dann auf welche Platten spielen Sie? Was? Wie bitte? Auf welche Plattform spielen Sie? Auf der PS3. PS3, okay. Sag. Mir bitte dann den Namen von diesem Auto, ja? Und dann hätte ich auch gerne ein Video von diesem Problem, damit wir auch das sehen können. Ah. Und wir werden dann weitergehen, ja? Könnten Sie mir dann diesen Gefahren machen und also. Dann diesem Auto nochmal pushen? Also das Auto heißt Schnitzel C, also S H R S, meine ich C H I T Z E L G P 1. Genau, G P 1. Und das ist das. Also, wenn Sie. So, also soll ich davon ein Video dann machen? Ja, das wäre sehr nett von Ihnen, aber hatten Sie uns schon vielleicht wegen diesem Problem geschrieben oder nicht? Hab ich noch nicht, aber wenn Sie wollen, ich könnte Ihnen das Video per E-Mail zukommen lassen. Ich besitze einen YouTube-Kanal und dann könnte ich das da hochladen und Ihnen dann zuschicken. Ja, um den Link einfach reinzugeben, ja. Dann ja. Kann ich Ihnen gerne für Sie eine Anfrage richten. Haben Sie dann die E-Mail-Adresse von dem Social Club Account? Meine E-Mail-Adresse vom Social Club Account, die habe ich jetzt leider nicht. Also ich merke mir die nicht so. Ich habe mich einmal angemeldet, habe mir die jetzt nicht so. Okay, oder eine andere E-Mail-Adresse, in der Sie erreichbar sind? Da habe ich eine. Oh Gott. Können Sie mir
nicht Ihre geben, ob ich das da hinschicken kann, weil ich wüsste da jetzt meinen nicht. Also Sie können, genau, also Sie können einfach auf unsere Seite Support Rockstar Games gehen und wir haben okay. Dann natürlich, wie man den Rockstar Support kontaktiert, indem man eine Anfrage erreicht, ja, dann können Sie dieses Ticket erstellen. Okay. Und wir werden auf jeden Fall das Problem auch nachschauen, ja? Okay. Dann weiß ich jetzt Bescheid. Haben Sie sonst momentan weitere Fragen? Nein, dann bedanke ich mich. Ich lasse Ihnen das Video zukommen. Ja, und super. Wünsche Ihnen dann jetzt noch ein schönes Wochenende und einen schönen Abend. Ich wünsche Ihnen auch einen schönen Abend und bedanke mich nochmals für den Anruf bei Roxy Support. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. So Leute, ich werde dieses Video, was ich jetzt gemacht habe, einfach mal aus Fun bei Rockstar Games hinschicken und mal gucken, nach wie vielen Tagen das Video gesperrt wird, weil ich könnte wetten, wenn die das Video bekommen, wird das 100% runtergenommen. Oder was meinst du? Wie viele Tage wetten wir? Ich gebe ja, ich sag 2 Tage. Dann ist das Video unten, das das wird so geil. Ja, na gut. Ich habe da jetzt weiter nichts zu sagen. Programmer, willst du noch was sagen? Leute, wenn ihr das auf jeden Fall feiert, dann lasst auf jeden Fall ein Like auf deinem Video da. Abonniert ihn nochmal gerade. Yo, und bei ihm könnt ihr auch mal vorbeischauen. Ist ganz oben in der Videobeschreibung, genau. Und ja, checkt mal seinen Kanal aus und ich würde sagen, mal gucken, ich lasse es Rox dazukommen und ja, mal schauen. Dann würde ich sagen, adios amigos, ciao, ciao. Ciao.